Leute, ich bin, wie gesagt, am 23. und 24. auf der Gamescom und ich möchte das jetzt nochmal kurz erklären. Wo in welcher Halle ihr mich da auffinden könnt, ich habe hier so eine, halt bei deiner Klappe. Ich habe hier so ein Gamescom-Guide vor mir, da kann ich euch das erklären. Also, ich bin tendenziell immer am Nintendo-Stand anzutreffen, wenn nicht gerade gegessen wird. Ich schaue gleich mal nach, welcher Stand das ist, ich weiß nicht auswendig, also in welcher Halle. Aber im Zweifelsfall bin ich immer am Nintendo-Stand anzutreffen. Außer es ist gerade was. Von der Karte? Ja, mach es. Dementsprechend, FSUDI Armüder, sonst alle, die mich treffen wollen auf der Gamescom, treffen mich einmal am Nintendo-Stand. Wir machen auch einen Zeitpunkt und zwar wird vorschlagen. Weil so habe ich es eben angedroht, dass wir uns um 15 Uhr am Mittwoch und am Donnerstag jeweils in der Nintendo-Halle treffen werden. Da könnt ihr mich dann eben treffen und keine Ahnung, würde sonst was machen. Die Frage ist dann, was machen? Ja. Welche Nachricht ist, dass du doch nicht übernachten kannst, hab ich recht? Das ist mir nach. Aber du legst nicht so falsch. Egal, auf jeden Fall, nicht ja, egal, aber back to topic, hab mich rausgebracht. Achso, ja, wie gesagt, Nintendo Stand konnte mich antreffen. Du, ich bin Tanja natürlich. Ihr müsst nicht 15 Uhr kommen, ihr könnt jederzeit zu Nintendo Stand kommen. Und ich werde in irgendeiner Form der Art und Weise wahrscheinlich da sein, weil ich bin die beiden Tage da. Und wenn ich nicht gerade am Donnerstag mit Misty bei den League of Legends Stand unterwegs bin, bin ich auf der Games, bin ich am Nintendo Stand. Ja, und am Vloggen sind, weil ich jetzt mit Wenn auch ein bisschen rumlaufen und was von der Gamescom zeigen wollte. Ja, das natürlich auch, aber wir können auch sagen, dass wir zum Beispiel um Szene auch so ein Treffen machen. Muss halt schauen. Weil ich werde, sobald es reinkommt, mich direkt in Super Mario Odyssey anstellen. Das ist das erste, was damit wir machen werde, um die Demo davon spielen zu können. Wenn du den Zuschauer wirklich aktuell am Stand halten willst, würde ich sagen, du schreibst auf Twitter dann direkt, schreib den einfach, wenn, was uns also Leute alle schön auf deinen Twitter-Account gehen und abonnieren. Richtig. Oder folgen, dann wisst ihr nicht Bescheid. Genau, das ist das nächste, was ich auch schon gesagt habe. Im Zweifelsfall tue es auch nochmal die genauen Daten sprichst. Wann genau und wo immer auf Twitter bekannt geben, und Tannenzeit gilt. Sagen wir 10 oder 15 Uhr, Marius, konnte ich mich jeweils echt ein bisschen treffen, ja? Hey, also ich würde sagen, wir machen an dich Zeit, halt nicht mit. Einmal sagen, wenn, ich schätze mal, wir sind um kurz vor 10 am League of Legends Stand, das dauert dann nicht lange, bis ich das hab, was ich will. Dann gehen wir zurück zum Nintendo Stand und könnten dann, sagen wir, von 10 bis halb 11 nochmal ein Ferntreffen machen und dann nochmal um 15 Uhr geht's schlecht. Wobei doch um 15 Uhr bis halb 4 machen. Ja, also wie gesagt, irgendwie die genauen Zeiten, wie gesagt, folgt auf Twitter, dann bekommt ich mit, aber es ist definitiv Nintendo-Style, die Fan-Treffen, weil ich Nintendo-Community einfach. Ich verrate euch jetzt nach der Runde auch nochmal, welcher Stand das denn ist, aber das ist so der Plan. Aber auch Insta, ich werde es auch auf Insta, werde es auch posten, da mach es auch ein Bild von mir auf der Gamescom, wo es auch drunter schreibt, wo es wann wo bin. So, ganz kurz Servus übrigens an den Nutella-Mafia. Nutella-Mafia, interessanter Name. Servus. Kuri, komm mit später Discord. So, und jetzt finde ich mal ganz endlich raus, in welches Stadt Nintendo ist, weil ich habe ja extra so ein Heft dafür, dann werde ich das jetzt schon herausfinden können. Am besten ist einfach, wenn du beide Instagram-Kanäle abonnierst, weil irgendwas wirst du auf jeden Fall sehen vom Thema Gamescom, also dann wisst ihr auch ungefähr, wo wir gerade sind. Genau. Sollen wir noch irgendwas sehen, was da bei Nintendo ist? USK, was haben wir denn? YouTube? Oh, Elgato hat einen Stand, der lässt definitiv auch vorbeischauen. Sehe ich gerade. Elgato Stand? Ja, Elgato hat einen Stand. Also, Elgato Game Cup, sorry. Vielleicht ein Elgato anschaffe, weil ich habe jetzt halt dann ein Projekt angefangen und ich werde sicher nicht dafür zu viel darüber erzählen, aber ich bin mir noch nicht sicher. Okay, also du, da kann sich beraten, was das betrifft, weil ich besitze selbst eine Elgato Game Capsule, hole mir bald eine neue, was sein ist. Was jetzt auch das Stream Deck von Elgato, also ist es. Und die neue? Der richtigen der Firma. Ja, also irgendwann. Das ist witzig. Also, Kudaro schreibt, David, mach mal bitte einen LOL-Stream mit Mystery Fox. Ja gut. Das habe ich ihm schon gesagt, aber der Typ ist einfach nicht in der Lage, an Zeiten sich zu halten. Ich kann ja gerne mal einen LOL-Stream machen. Ich habe LOL noch nie gespielt, ja, muss ich sagen, aber ich habe viel darüber gehört. Aber nicht alleine, sonst wirst du wahrscheinlich verzweifeln und rumheulen. Du, das werde ich so oder so. Aber da kann man gerne mal machen.
Komm, Jan, so ein können wir irgendwann mal einbauen, wenn es die Gelegenheit begibt. Leute, für sowas. Alle, die dafür sind, dass ich und Gamer Couch nächste Woche, nee, Quatsch, am ersten Wochenende nach den Ferien einen League of Legends Stream machen. Lassen ein Like da und schreiben das jetzt in den Chat, genau jetzt. Ja, mach das mal, wenn wir es genügend Leute überzeugen, mach das als alles. Ich muss schauen, ob ich das auf der so, ja, jetzt habe ich auch erst einen Faden verloren. Ach so, richtig, dass ich mein Gatto-Stand will, weil ich glaube, dass sie da nämlich gerade die neuen, abgesehen davon, dass die Tano, das Elgato da, glaube ich, ein neues Gerät von der Game Capsule ankündigt. Was ich mir gut vorstellen könnte, wird Elgato definitiv das neue Screenscreen, den die da haben, und diesen Cam-Recorder-Link, der sehr cool ist, werden die, glaube ich, zeigen. Bin ich mal gespannt. Leute, wenn Gamer Couch nicht diesen Stream durch, diese Aufnahme oder diesen Stream durch. Junge, es geht jetzt über Gamescom und nicht League of Legends. Ich will trotzdem sagen, dann schreibt ihr unter das nächste Video erst, dann kommen Leute. Hashtag Christ, keine Ehre. Unbedingt. Nintendo, ja, Nintendo ist, Achtung Leute, Nintendo ist in Halle 9 Stand 2. Das heißt, wir treffen uns in Halle 9 Stand 2. Am Mittwoch, den 23. um jeweils 10 und 15 Uhr und am Donnerstag, den 24. um jeweils 11 und 15 Uhr. Näheres und Updates gibt es am jeweiligen Tag auf meinem Twitter-Kanal. Das passt, ich meine, der Liebstand ist, glaube ich, in Halle 10. Ich kann es dir sagen, ich habe das Geld hier neben mir. Gott, wie heißt denn die Firma nochmal? Also die Publisher. Wild. Was? Wild, okay, ist auch geil. Ja, sehr geil. Warte, lass uns mal kurz sehen. Jetzt kommen die Stände genau nebeneinander. Ist er die von Blizzard? Nein, die sind nicht von Blizzard. WoW. Blizzard gehört nur WoW. Wild sind ganz eigene Marke. Okay. Ah, Ubisoft Halle 5, wer jetzt auch mal vorbei ist, Sonic Halle 5 auch. Electronic Artists Halle 6. Blizzard ist Halle 7. Die wissen, Computer, muss auch nach Computec Media, muss es mal wegen meiner Endzone-Abo. Ich find das von dir gerade nicht. Was? Ja, muss aber eigentlich ist League of Legends da vertreten. Lol, muss ich selbst mal gucken, wenn wir da sind. Ja. Also, ne, und alles hin, kommen das sind so unnötige Sachen wie USK. YouTube und so weiter, weil wir da vorbei sind, ne? Nee, aber, also, mal schauen, was in der Halle 5 vom Nintendo Stand noch ist, zum Beispiel. Ist. Wenn ich mich vergnügen mit Level mit 16. Nee, auf Halle 9. Kleine Kinder namens Gamer Couch vor der Schlange stehen und warten, bis ich rauskomme. Also, Quernix, Inix und Werner Bros. Sind noch die interessantesten Halle 9. Ansonsten, wobei, Gamer Couch, ich weiß gar nicht, welches Bändchen kriegst du jetzt? Du bist 15, ne? Aber wie ist 16, oder? Ich werde im Mai nächsten Jahres 16, also bekomme ich definitiv an 15. Also FSK 12, Dings, was sein ist. Nein. Ja, 12er bekomme ich. Ja, okay. Hilft nicht. Ich krieg 16. Ja, warum bekomme ich nächstes Jahr auch? Wir können aber 1000 dann. Ich hoffe mal, die abmachen kann, lass mal machen. Kann man, das sind Gummibänder. Ey. Jetzt kommen wir erst mal schauen, ob wir es hinbekommen. Weißt du aber, was ist lustig? Nein, du kannst schon am Arsch legen. Weißt du, was wirklich so lustig ist? Nein, jetzt ernsthaft, das weiß ich nicht. Wenn wir nächstes Jahr auf die Gamescom gehen, krieg ich USK 18, weil ich werde in dem Jahr 18, du Bitch. Ja gut, da kann ich mich natürlich noch nicht als 18 verkaufen. Aber du musst doch schon 18 sein. Ja, du musst schon 18 sein, wenn du zur Gamescom gehst. Du, nicht, dass du im Jahr wirst, sondern du musst schon volljährig sein. Doch, steht so da. Halt am Maul. Ja, ist wirklich so. Die verlagern einen Ausweis. Und wenn du noch nicht volljährig bist, bekommst du das bei Downis. Aber ihr werdet es ja sehen. Ich glaube, einen Monat oder sogar weniger als einen Monat nach der Gamescom. Das nutzt dir also nichts. Du darfst in Läden noch kein Spiel ab 18 kaufen, also bekommst du auch da. Junge, erst ich die USK. Was interessiert denn? Das heißt Dreck. Haben schon mal gemacht. Als ich damals auf der Gamescom war, habe ich trotzdem USK 12 gekriegt, wo ich keine 12 war. Mach nett mit diesem Misty-Stream, da ist ein Lappen, er regt auf, Strip Destroyer, okay. Der Destroyer kann ich in echt. Kevin, halt's Maul. Nein, nicht die Truck Jockey. Wir sind von Anna. Foxy, ich hab ein Like gegeben, damit du noch ein Opfer für Lolle hast. Ah ja. Ich lasse dann mal 12 Uhr in Halle 7 gehen.
Lass da mal so in zwei. Wieso Halle 7? Was für Halle 7 nochmal? Warte mal. Destroyer-Quest oder was? Komm her! Halle 7 ist Activision, Blizzard und Sony. Du, falls du Nintendo meinst, die sind Halle 9, nicht 7. Wobei ich glaube sogar, Aber der Plan ist echt hilfreich, muss ich sagen. Du, das sind ein paar Seiten, aber als ob die den Plan nicht mehr haben bei Games, bei deinem Game, Media Marketing, gab's kostenlos. Bei Saturn haben die nicht mehr. Bei Saturn haben die gar nicht mehr. Es war richtig zum Kotzen. Lol, ich hab zwei von den Dingern. Ich konnte dir einen dann geben, am Donnerstag. Das wäre auch nass. Und ich kann was anderes sagen, ne? Sag mal, du weißt schon, dass manche der Seiten eine Rückseite haben, ne? Was? Ja, die Karte hat manchmal Rückseiten. Ja, ja, nein, das ist ein Heft, da sind Seiten, ich hab einen Überblick über alle Seiten, über alle Hallen. Sind ja ein paar. Das glaube ich nämlich, weil es, ja. Das ist, ist ja, definitiv so. Das eben, das ist doch theoretisch schon Blizzard, ne? Und Blizzard hat, das kann ich schon mal sagen, ist auf mehreren Ständen vertreten, sehe ich gerade. Nämlich in Halle, jetzt muss ich gerade selbst schauen, Halle 7 ist Blizzard vertreten und in Halle, was denn jetzt, Halle 5.2 auch noch, wo auch die Fanshop-Area ist, sehe ich gerade. Lass mich raten, wir müssen zu 5.2, bei 7 ist COD, das weiß ich. Okay, dann ist er noch Games. Ja, aber du, es mussten alle 5.2 auch allein wegen Ubisoft. Und da ist, wird nämlich Mario und dieses Rabbids-Dings anspielbar sein. Also, da passt mir ganz gut damit eingehen. Ich mach dieses Rabbids-Ding irgendwie gar nicht. Ja, ich bin davon auch noch nicht so überzeugt. Deshalb möchte ich das einfach mal anspielen. Aber diesmal ist Info von der Gamescom auf den Stand Nummer 9. Halle 9, Stand 2 ist Nintendo. Da könnt ihr mich dann treffen. Genau Informationen, wann gibt es, also es gibt alles auf Twitter bekannt, wann ich da bin, wann ich woanders bin. Folgt uns auf Twitter oder auf Insta, dann bekommt ihr alles benachrichtigt. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, mal gucken.